Hallo, guten Morgen. Es ist noch voll früh, aber es gibt immer so drei Möglichkeiten, wie mein Tag startet. Entweder ich wache mit Marcells 6 Uhr Wecker auf und bin wach, oder ich wache mit ihm auf und schlafe wieder ein, oder ich wache nicht mit ihm auf. Fall 3 tritt sehr selten ein, Fall 2 relativ häufig und Fall 1 auch ab und zu. Und heute ist Fall 1. Also ich bin seit einer Stunde wach und habe schon Sachen gemacht. Ich habe, hier seht ihr, Hintergrundbilder erstellt für den Made for More Club, weil es ist immer so, dass jeden Monat die Mitglieder bekommen, ja, Hintergrundbilder, die sie auf ihrem Handy verwenden können, und das sieht immer voll schön aus, und da habe ich auch voll Spaß dran, weil das voll cool ist und ich mag die Bildchen auch immer sehr gerne. Der Vlog heute entsteht relativ spontan und ich hoffe, ich schaffe es, ihn morgen noch zu schneiden, damit der Samstag direkt online gehen kann, weil irgendwie sich alles so ein bisschen verschoben hat, weil ich so ein paar Kooperationsvideos habe und die jetzt doch an anderen Daten sind, und das hatte ich alles anders geplant, aber egal. Weil sich ja jetzt einiges geändert hat, werde ich einmal meine To-Do-Liste ein bisschen umschreiben für diese Woche. Ich benutze übrigens, super viele fragen mich immer, wo ich diese Ringbücher und so her habe. Und ich kann euch da nur empfehlen, mal bei TK Maxx vorbeizuschauen, weil die sind von Fringe Studio, das ist aus den USA. Oder manchmal haben sie auch so Marken aus Großbritannien, und die kann man halt im Internet nicht bestellen wegen Zoll und wegen zu hohen Kosten und so, aber manchmal haben die da solche Büchlein, die man dann einfach für, was sind das, 7 Euro oder so einfach mitnehmen kann. Also finde ich richtig cool. Ich plane momentan mit so Wochen-To-Do-Listen oder mit den Tagesplaner-Vorlagen. Die hatte ich erstellt und die könnt ihr euch auch komplett kostenlos downloaden. Da packe ich euch den Link mal in die Infobox, wenn ihr möchtet. Also ist ganz cool, weil hier, das lehnt an das Prio-Frogging-System an. Also ihr könnt, wenn ihr euch da auf den Link klickt, dann kriegt ihr beides nochmal. Das heißt auch die Wochenplanervorlage von Prio Frogging und so. Und den Link zu dem Workshop, wo ihr unsere Planermethode dann kennenlernt, weil darauf baut das auf. Und ja, das könnt ihr euch downloaden, könnt ihr runterladen, auf dem iPad ausfüllen oder laminieren und immer ausfüllen, haben viele auch als Tipp gegeben. Ich drücke das halt vor allen Dingen so ein bisschen aus, weil ich viele Sachen so ein bisschen ausprobiere, weil wir ja unseren eigenen Planer noch auf den Markt bringen wollen. Und das, ja, müssen wir natürlich auch viele Sachen testen. Aber wie gesagt, das könnt ihr völlig kostenlos frei downloaden. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Es gibt jetzt übrigens bei Edeka bzw. von Harry's ein Brot nur mit Körnern. Es gibt sowas schon bei Rewe schon länger, aber unser Rewe hatte das nie. Und Harry hat jetzt ein Brot gemacht, was nur, also ohne Mehl ist. Finde ich voll cool. Auf geht's. Wir werden jetzt filmen. Wir machen nämlich gerade einen neuen Online-Kurs und dafür habe ich ja die Kamera gekauft. Nee, warte. Ich vermische hier gerade Vlogs. Ich glaube, das habe ich ja gar nicht erzählt. Egal, los, let's go. Meine Zähne sind vollkommen in Ordnung. Keine Probleme. Dann geht's jetzt in die nächste Runde arbeiten. Wir haben richtig viel geschafft, richtig viele wichtige Sachen gemacht. Wir wollen nämlich es soll einen neuen Kurs geben. Und das ist so ein cooler Kurs, so ein tolles Thema. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird richtig schön. Ich muss dann nachher noch mit unserer Cutterin telefonieren, zoomen, um ihr mal die ganzen Aufträge zu geben, weil sie halt auch viel zeichnet und so, denn für uns Grafiken erstellt oder Sachen malt, Animationen macht und so. Da müssen wir dann auch mal so alles durchgehen. Ich hab das richtig. Hepa. Kohlensäure. Ihr glaubt, es war ein Mordanschlag oder so? Ja, dann sagst du, dann willst du deinen Zettel raus. Und
Das kann ich nirgendwo reinstellen, sonst kauft keiner mehr Kurse von uns. Arbeiten wir mal. Mhm. Mal, wir haben die ganze Zeit gearbeitet. Wir haben richtig viel gerade noch geschafft, nachdem ich sprudelige Bionade geschluckt habe und in meine Nase gezogen habe. Und ich bin irgendwie voll fertig jetzt. Also es war jetzt doch lang. Jetzt fahre ich kurz heim zu Marcelli. Wir haben 10 Minuten zusammen und dann fährt er seine Schwester zum Training bringen. Und dann fährt er selber zum Training und dann möchte ich mich auch bewegen. Ich bin dann verabredet mit einer Freundin zum Schwimmen. Ich hasse eigentlich so Schwimmen, so Bahnschwimmen und so, aber ich will mich unbedingt bewegen und momentan ist die Tanzschule geschlossen und das ist so ein bisschen sad. Wisst ihr, was ich überlegt habe, was ich mir kaufen möchte gerne? Ich glaube, ich kaufe mir einen Badeanzug. Wisst ihr, weil ich finde mein Bikini toll für Sonne, für Strand, für keine Ahnung, aber manchmal gehe ich auch schwimmen, um so, ja, nicht um mich zu sonnen, wisst ihr? Also so, um so ein bisschen vom Brett zu springen und zu tauchen und so. Und das geht halt immer nicht, wenn alles wegrutscht und dann die kleinen Kinder da mit ihren Brillen im Wasser sind. Das ist einfach nicht so cool und auch nicht so angenehm, weil man kann nicht so frei springen und so, weil man weiß, man muss gleich alles wieder hochziehen oder aufpassen, dass nichts wegfliegt und man das nicht wiederfindet. Ja, könnt ihr mir vielleicht ja mal empfehlen, ob ihr gute Badeanzugmarken empfehlen könnt. Ich bin so müde. Also ich habe 10 Minuten geschlafen, aber ich muss gleich wieder los, weil ich verabredet bin. Ich möchte euch aber mal kurz meine neueste Amazon-Purchase zeigen. Pass auf. Das ist so ein Ding, womit man Tiere einfangen und nach außen bringen kann, damit man nicht immer ein Glas und ein Stück Papier suchen muss. Und ich zeige es euch jetzt einmal in Action. Here we see this beauty. Ist voll easy und vor allen Dingen halt wirklich dieses, weil ich dann immer die Tiere eigentlich immer noch hier drin lasse, die dann unsere ganzen Decken voll netzen mit Spinnenweben, weil ich auf die Schnelle kein Glas finde. Ich dachte am Anfang, okay, vielleicht unnötig, unnötige Investition, aber nee. Und tschüss. Eine random Frage nochmal, wie transportiert ihr festes Shampoo? Also mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen, als so einen Plastikbeutel jetzt ins Freibad das mitzunehmen. Gibt es dafür extra so Packungen, die ich kaufen kann? Und dann benutze ich keinen Plastikbeutel, wo ich ja das Plastik gespart habe, weil ich festes Shampoo kaufe und nichts in der Flasche. Spaß hier mal gemeinsam. Ich möchte nämlich den Kühlschrank organisieren, so wie das so satisfying im Internet die Runde macht. Und unser Kühlschrank sieht dreckig aus und da werde ich so ein Organisationsvideo machen und freue mich schon voll drauf. Und jetzt sind die Sachen für den Kühlschrank angekommen. Es gibt so mehrere Marken, die das so verkaufen und ich hatte aber keine Seite irgendwie gefunden. Weiß nicht, könnt ihr mir vielleicht nochmal empfehlen, also diese Marken waren halt hauptsächlich so auf Amazon vertreten. Wir haben hier einmal als allererstes, das ist so eine Box, wo man, ja, also hier dachte ich vielleicht so Essensreste oder so, weil die hat so eine Trennwand und da, oder Käse, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Das hat nichts mit dem Kühlschrank zu tun, aber ich habe so kleine Mininetze bestellt. Hier sind die Siebe. Für so Beeren und so, weil ich dann immer nicht das Große auspacken will, aber die sind irgendwie sehr klein. Super minzig. Oh, das ist gar nicht für die Küche. Ja, funny. Das ist nur ein Ringlicht. Das hat hier nichts zu suchen. Hier müsste dann der Rest dran sein. Wir haben einmal eine Beerenbox. Ich habe die schon in größer, damit Beeren von unten nicht angammeln.
packt man hier so einen Filter rein und dann ist da auch ein Netz drin. Yay. Das sind jetzt diese Organisationsschubladen. Also man kann die so stapeln, das hier sind jetzt so drei. Und da sollten mindestens drei nebeneinander passen und dann kann man die noch übereinander packen. Davon habe ich 6 bestellt. Und das Einzige, was noch nicht angekommen ist, sind ist so eine Eierbox, habe ich auch noch bestellt. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf das nächste Video freuen. Also nicht das nächste, aber irgendwann kommt in so ein Video, wo ich das organisiere und meinen Kleiderschrank und so. Einmal die Marken für euch. Die hier ist von iDesign. Die haben viele solche Sachen. 14 Euro in der Größe. Diese beiden Siebe sind von Kitchencraft für so Beeren und so. Mal sehen. Hoffentlich kann ich das gebrauchen. Diese Box hier ist von OXO. Die haben auch noch andere Größen. Ich habe das auch noch für Salat. Hier sieht man, das ist, haben die auch noch in anderen Größen. Und ich habe das halt auch noch für Salat. Und der ganze Spaß ist von Fine New. Sind so 6. So stelle ich mir das ungefähr vor. Das ist die Eierbox, die ich bestellt habe. Die kommt dann auch nächste Woche an. Just like a seed in a garden.